Im heutigen Video bekommst du 10 Tipps, wie man nachhaltig neue Lieder lernt. Ich bin kein Fan davon, in kürzester Zeit so viele Lieder wie nur möglich zu lernen, sondern mir geht es eher darum, die Struktur, die Rhythmik und die Idee hinter einem Song zu verstehen und zu verfestigen. Die folgenden 10 Tipps haben sich in meiner langjährigen Erfahrung als Lehrer und Musiker bewährt. Hey, ich bin der Andi und auf meinem Kanal gibt es immer Tipps und Übungen, um dir das Schlagzeuglernen zu erleichtern. Auf meinem Kanal erwarten dich Erklärvideos, Inspirations- und Motivationsvideos und Videos mit Tipps und Tricks wie dieses hier. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren und gib mir einen Daumen nach oben. Zuerst einmal gibt es natürlich zwei Arten, wie man da rangehen kann. Entweder man sucht sich die Noten oder versucht es nach Gehör alles zu erarbeiten. Ich versuche, beides unter einen Hut zu bekommen. Mein erster Tipp ist, den Song zu googeln. Da kommen dann etliche Seiten, wo ihr euch mal das Grundsystem, also die Noten, ansehen könnt und gegebenenfalls auch ausdrucken könnt. Allerdings stimmen auch da nicht immer alle Noten zu 100%. Aber es ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, mit dem ihr arbeiten könnt. Und diejenigen, die sich die Songs raushören, würde ich immer empfehlen, es über gute Kopfhörer zu machen, da man es einfach besser hört und genauer hört. Mein zweiter Tipp ist, sich Live-Videos oder allgemein Videos von dem Lied anzusehen. Mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es irgendein Video, in dem man auch mal den Schlagzeuger zu sehen bekommt. Und da kann man dann überprüfen, ob das Lied auch wirklich, wie zum Beispiel bei einer im 16. Viel gespielten Hide, mit einer Hand oder mit beiden Händen gespielt wird. Mir ist es zu meiner Anfängerzeiten oft passiert, dass ich mir an einem Song die Zähne ausgebissen habe, weil es auf dem Original bzw. auf der CD sich ganz anders angehört hat, als es dann live gespielt wird. Und bis ich das Video dann gesehen habe, es einfach falsch gemacht habe. Und dann vielleicht mit dem ganzen Handsatz und dem Tempo überhaupt nicht klar gekommen bin. Deswegen würde ich empfehlen, diesen Schritt ziemlich am Anfang zu machen, um Zeit zu sparen. Allerdings hört man sowas dann auch nach einer gewissen Zeit relativ schnell und sowas kommt auch immer mehr, umso öfter man sich mit sowas beschäftigt. Auch raushören oder das raushören muss man natürlich üben und trainieren. Mein dritter Tipp ist, den Song laufen zu lassen und vorerst mal ohne Fills oder Pausen dazu zu spielen. So können wir überprüfen, ob die Grundrhythmen, die man rausgehört hat oder vom Blatt kommen, überhaupt stimmen. Und man prägt sich schon mal ein wenig die Grundstruktur von dem Song ein und trainiert automatisch die Wechsel oder auch gewisse Stellen ein. Und bei dem Punkt achte ich wirklich nur auf die Grundstruktur bzw. die rhythmischen Begleitrhythmen, die ja füllend sind und nicht auf Fills oder schwierige Passagen, die man sich dann antrainieren muss bzw. irgendwelche schweren Licks, die man üben muss. Mein vierter Tipp ist dann, gegebenenfalls Fehler erstmal natürlich selber zu überprüfen oder zu verbessern oder auszubessern. Das setzt natürlich etwas Erfahrung voraus und da würde ich dir auch empfehlen, dich mit der Musiktheorie vielleicht etwas zu beschäftigen. Ich weiß, viele Schlagzeuger machen das gar nicht. Ihr müsst ja auch keine Experten in Harmonielehre werden, aber ich kann dir nur raten, es mal zu versuchen, um dann zu merken, was das Wissen mit sich bringt. Also zu wissen, was zum Beispiel beim Blues es für Formen gibt, hilft euch ja, damit ihr spürt, wann und vor allem warum da jetzt ein Wechsel oder ein Fill überhaupt kommt. Ja, das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, die ich gelernt habe. Ansonsten lohnt es sich natürlich auch mal, andere Versionen anzuschauen und auch Versionen, die vielleicht nicht gerade die beste Bewertungen haben, reinzuhören oder reinzuschauen. Denn oft stehen oder spielen die da Sachen, die in der ersten Version vielleicht gar nicht zu finden waren. Oder diese Person macht Sachen, die ihr vielleicht ganz cool findet. Und wenn euch das dann nicht weiterhilft, vielleicht irgendwann mal auf ein Tutorial zurückgreifen. Oder es gibt ja genügend Drumcover und so weiter und so fort. Und wenn da immer noch Hilfe gebraucht wird, könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ich Zeit habe, schaue ich mir das Ganze mal an. Mein Tipp Nummer 5 ist, sich auch mal mit dem Text oder den Melodien bzw. den Riffs zu beschäftigen, um festzulegen, wann denn überhaupt was kommt oder was sich im Song immer und immer wiederholt, beziehungsweise ob der Schlagzeuger auch ein System hat. Also wiederholt er seine Teile im Refrain oder in der Strophe und meistens ist das so. Was ist eine Strophe oder der Refrain? Gibt es ein Intro und so weiter und so fort. Ist jetzt wahrscheinlich jedem klar, aber oft helfen mir bestimmte Sachen, um zu wissen, ah, jetzt kommt dann gleich der Teil oder jetzt kommt gleich die Pause und so weiter. Punkt Nummer 6. Ist die Art oder das Feeling des Grooves oder des Songs rauszufinden und auf bestimmte Betonungen zu hören.
Bei manchen Funk-Songs zum Beispiel ist es so, dass ganz oft die Hi-Hat auf der Und betont wird. Oder spielt der Schlagzeuger eher eine Down-Up-Bewegung auf der Hi-Hat, also mehr auf die Viertel hin. Oder kommt die Snare etwas später, als wie du es eigentlich machen würdest. Dann spricht man hier von Laid-Back, also die Snare wird später angespielt, als sie eigentlich kommt. Der siebte Tipp bezieht sich auf die einzelnen Bewegungen oder deren Muster. Und zwar würde ich diese Rhythmen, die ihr ja üben sollt, um es zu festigen und nicht nur mal eben so mittrommeln zu dem Song, immer zerlegen. Damit meine ich, dass man sich auf die Sache fokussiert, bis die Sache dann auch wirklich flüssig läuft. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel mit der Bassdrum beschäftigst, dann lass doch erstmal den Rest weg und spiele erst nur die Bassdrum-Schläge oder die Schläge, die du mit der linken Hand machst. Ja, versuche diese möglichst genau ins Raster zu bringen und als Unterstützung kannst du dir da ja mal einen Schlagzeugrhythmus auf YouTube suchen oder den ähnlichen suchen. Es gibt da einige Schlagzeugrhythmen in verschiedenen Tempis und Variationen, wo du dann versuchst, die einzelnen Gliedmaßen zu spielen. Oder mach es wie ich, einfach Metronom an und los geht's. Mein achter Tipp ist, die Geschwindigkeitsfunktion von YouTube zu nutzen, um schnelle Passagen besser zu hören oder allgemein zum Raushören oder zum Dazuspielen, wenn es noch zu schnell ist. Die wenigsten wissen, dass man auf YouTube auch die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen kann. Es ist möglich, auf YouTube ein Video bis zu einem Viertel langsamer oder doppelt so schnell wiederzugeben. Und selbst bei einer Wiedergabegeschwindigkeit von einem Viertel bleibt die Originaltonhöhe noch erhalten, wo andere Programme wirklich oft Schwierigkeiten haben. Und da könnt ihr euch dann auch an die schwierigen Sachen ranmachen oder sie dann euch erstmal raushören und üben. Punkt Nummer 9, sehr wichtig, Spaß haben, aber auch Pausen einlegen. Ehrgeiz ist gut, aber ich weiß, dass Ehrgeiz auch schnell in Frust übergeht. Wenn du merkst, du kommst nicht mehr weiter oder irgendwas ist zu schwierig, mach einfach mal eine Pause. Mach was anderes. Geh spazieren, trink Kaffee, keine Ahnung was. Aber nach einem Break wirst du merken, es geht leichter und besser voran. Tipp Nummer 10 ist, man muss auch nicht immer alles im Original nachspielen. Klar ist es cool, wenn man Songs 1:1 nachspielen kann und man kann auch einiges dabei lernen und man sollte ja auch über seinen Tellerrand hinausschauen bzw. sich gewisse Herausforderungen stellen, um zu wachsen. Aber es gibt so viele Lieder, vor denen man was lernen kann und man muss auch nicht immer alles können. Damit meine ich jetzt, oder von Anfang an alles kennen. Damit meine ich zum Beispiel auch die Art und Weise, wie manche Schlagzeuger spielen. Nicht jeder kann gleich schnelle Double Strokes oder Flams und so weiter oder die Double Bass so schnell spielen. Und wenn du merkst, es funktioniert für dich einfach noch nicht, dann lass es sein und viel wichtiger ist zu wissen, welche Möglichkeiten gibt es denn dann noch? Dann probier anstatt einfach Double Strokes es mal in Singles. Und wenn es noch zu schnell ist, dann spiel einfach nicht 32. zum Beispiel, sondern 16. Und vor allem, welche Möglichkeiten liegt dir, ne, persönlich besser? Mach dir dann deine eigenen Versionen daraus und entwickle deinen eigenen Stil. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal meine Herangehensweise bzw. wie ich es meinen Schülern auch empfehle, Songs zu üben oder einzustudieren, etwas näher bringen. Und zum Schluss muss ich aber noch erwähnen, dass zu Songspielen und diese dann auch zu üben, immer nur als ein Teil des ganzen Übeprozesses zu sehen ist. Also um Technikübungen kommt man eigentlich nicht drum herum, um besser zu werden. Oder dann wirklich auf ein gutes Niveau zu kommen, ist es natürlich auch meiner Meinung nicht die beste Art, sich das Schlagzeugspielen beizubringen. Muss ich ganz klar sagen. Ja, und da hier einfach ein System fehlt, um alles dann irgendwie abdecken zu können. Aber wir sind hier im Hobbybereich und dafür reicht es natürlich allemal aus. Aber muss ich natürlich dazu sagen, zu Liederspielen ist jetzt nicht die schlechteste Art, sage ich einmal, um was zu trainieren, aber es ist auch nicht die beste. Ja? Einfach mal kurz erwähnt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Abo da, gib mir einen Daumen nach oben, schreib mir doch mal unten in die Kommentare rein, wie du da vielleicht an die Sache so rangehst, welche Erfahrungen hast du, was ist für dich besser. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.